Rückblick auf das San Sebastian International Film Festival, 69. Ausgabe, eines der ältesten Festivals auf dem Kontinent und das wichtigste Filmfestival Spaniens. Wie in Cannes und Venedig gewann eine Frau den höchsten Preis, die Goldene Muschel, die rumänische Regisseurin Alina Grigore für ihren ersten Film Blue Moon. Diese Auszeichnung belohnt den Mut eines Künstlerteams, weibliche Kreativität und Kreativität im Allgemeinen auf eine andere Art und Weise auszudrücken. Die Geschichte: zwei junge Frauen kämpfen um ihr Studium und wollen ihrer dysfunktionalen Familie entkommen. Hilf- und machtlos versuchen sie, aus den familiären Traditionen und sexueller Unterdrückung zu fliehen. Auch das spanische Kino glänzte in San Sebastian und das Projekt von Jonas Trueba aus Madrid gewann einen kollektiven Preis für seine 200 jungen Amateurdarsteller. Wir freuen uns sehr über diesen Preis, weil sie uns nicht dafür belohnen, fiktive Figuren darzustellen, sondern uns selbst als fiktive Figuren vorzustellen. Wir drücken unsere Überzeugungen aus und sprechen über Dinge, von denen wir meinen, dass sie gehört werden sollten. Der Film spielt vor und während der Covid-Zeit und zeigt die Sehnsüchte und Ängste der spanischen Jugend. Der Film wurde auch mit dem Filmpreis der Internationalen Filmkritiker und Filmjournalistenvereinigung ausgezeichnet. Schließlich gewann der Film Maichabel den Isikar Award für den besten baskischen Film, ein Drama, das auf die dunklen Tage der ETA zurückblickt, durch die Geschichte einer Frau, die dem Mörder ihres Mannes begegnet.